In Rom war das eine recht kleine Halle, eine mittelgroße Messehalle, wo wir eine Rangtiefe von 12 Metern hatten. Da habe ich mich zu entschieden, dass wir in den Außentrassen quasi ringsrum um die Spielfläche eine Beschallung mit ganz normalen Hornsystemen machen, Meyersound OPQ und OPJ, eine Delayline dazu, weil das durchaus ausreichend war für die kleine Location, sage ich mal. Hier in Köln ist es natürlich ein bisschen anders. Die Halle ist wesentlich größer und da haben wir ein Center Cluster designt mit insgesamt 7 Bananen, um die Unterränge ringsherum zu beschallen. Für die Oberränge nehmen wir hier die Hausanlage. Das hat sich in dieser Halle eigentlich bewährt, weil die ist sehr gut eingemessen und funktioniert eigentlich immer besser, als wenn man versucht, von unten in die Oberränge zu gelangen, weil die meisten werden es kennen, diese doppeletagige VIP-Lounges ringsherum ein akustisches Problem darstellen. Mikrofonstrecken, drahtlose, natürlich für die Hauptrollen und einige Nebenrollen, die also Text haben. Dann gibt es ein paar Atmo-Mikrofone, zum Beispiel für den Piratenkampf, für den Galeerenkampf, wo wir die Schiffe mikrofoniert haben, um das ein bisschen rüberzubringen und auch die eine oder andere Marktplatz- bzw. Kampfszene hat auf der Spielfläche drahtlose Atmo-Mikrofone. Wir müssen das alles drahtlos gestalten, weil durch den Betrieb mit Pferden und diesen Quadrigen ist es natürlich überhaupt nicht möglich, auch mal irgendein Kabel dort lang zu ziehen. Deswegen das Ganze drahtlos. Dazu gibt es noch für das Rennen ein Intercom-System für die Fahrer. Jeder Fahrer hat ein Lavalier-Mikro und ein In-Ear-Beltpack. Das ist nur eine Linie und dient rein dazu, dass diese Fahrer sich während des Rennens unterhalten können. Weil so eine Quadriga hat natürlich keinen Rückspiegel. Und das ist ein ganz wichtiges System. Deswegen haben wir uns da auch für eine relativ teure Lösung entschieden mit Shure R-Serien und dem P9 In-Ear-System. Wobei wir natürlich, also um einfach da eine wirkliche Zuverlässigkeit zu haben, die Mikrofone und die In-Ear Pieces an sich müssen wir allerdings wirklich, wirklich preiswertes Material nehmen, weil wir haben Stunts in der Show, die Leute werden hinter Pferden hergeschleift und der Materialverlust an diesem Punkt ist schon beträchtlich. Wir nutzen das P8-Band, das neue, was jetzt neu freigegeben ist. Hier in Köln haben wir in dem Bereich einen DVB-T-Sender auf Kanal 53, der aber in der Halle kaum noch anguckt. Also den kann man problemlos freilassen und hat da auch keine Intermodulation zu befürchten. In Rom war es wesentlich schwieriger. In Italien gibt es lange nicht so eine strenge Regulierung wie hierzulande, was das angeht. Und in Rom war eigentlich das komplette Band mit digitalen Fernsehsendern belegt, die aber Gott sei Dank bei geschlossener Halle vom Pegel so weit unten waren, dass wir wirklich einfach drüber funken konnten. Was in Italien auch, so sagten mir dort lokale Techniker, die wir kennengelernt haben, sagten, das ist gang und gäbe. Man geht auf den Platz, macht sein Zeug an und guckt, ob es funktioniert. In der ersten Version von Ben Hur haben wir eine Richtungsbeschallung gemacht. Das war ein ganz interessantes Experiment. Also die Technik war die vom Fraunhofer Institut in Ilmenau, die auch in Bregenz verwendet wird von Professor Fritz. Das Grundprinzip der Delta-Stereophonie. Das war sehr interessant, hat auch gut funktioniert. Das Problem ist, dass das ein so immenser technischer Aufwand ist,
Also wir hatten damals, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber ich weiß noch, dass wir alleine an Tonmaterial 17 Tonnen in der Decke hatten, um die je nach Hallengröße 400 bis 500 Speaker zu hängen hatten. Und das ist eine Größenordnung, die man irgendwann auch, dann ist es egal, ob man mit 10 Technikern reingeht oder mit 50 Technikern, es dauert einfach zu lange. Vor allem das Einmessen eines solchen Systems ist begrenzt tourtauglich. Also für eine Festinstallation ist das auf jeden Fall zu machen. Aber wenn man nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung hat, um so ein System zu installieren, ist das im Tourbetrieb nicht. Zumindest wenn es ringsrum geht, vor einer Kopfbühne kann ich es mir vielleicht noch vorstellen, dass es sich realisieren lässt. Aber für eine damals 360 Grad, jetzt 270 Grad Beschallung, ist es eigentlich nicht wirklich zu realisieren. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich bei einer normalen Beschallung. Wie vorhin schon erwähnt, hier mit einem Sendercluster in Köln. Was wir noch gemacht haben, wir haben in den Seitentrassen, und also die quasi 270 Grad ringsrum hängen, haben wir noch ein paar UBJs installiert, so alle 10 Meter, um einfach nur für die Musik, die alten, nur das Musiksignal, so ein bisschen ein Stereofeld im Höhenbereich zu erzeugen, dass die Musik nicht so ganz stumpf mono aus der Mitte kommt.